Was geht ab, Leute? Im heutigen Video zeige ich euch 5 kommende Souls-like-Spiele, die derzeit in der Unreal Engine 5 entwickelt werden. Seit dem Debüt von Dark Souls im Jahr 2011 haben Souls-like-Spiele eine treue Fangemeinde gefunden, die sich für die hohen Schwierigkeitsgrade, das intensive Kampfsystem und das einzigartige Worldbuilding begeistern. In den letzten Jahren ist die Beliebtheit von Souls-like-Spielen weiter gewachsen und es werden mehr Souls-likes entwickelt als jemals zuvor. Mit der neuesten Version der Unreal Engine gibt es jetzt ein noch leistungsfähigeres Werkzeug, durch das uns in naher Zukunft wirklich beeindruckende Spiele erwarten. Die Unreal Engine 5 ist eine Revolution in der Spieleentwicklung. Sie bietet Entwicklern die Möglichkeit, realistischere Welten zu erschaffen mit einer beispiellosen Detailgenauigkeit und einer beeindruckenden Leistungsfähigkeit. Die neuen Funktionen und Werkzeuge der Engine eröffnen Entwicklern eine Welt voller Möglichkeiten und die kommenden Games sind der beste Beweis dafür. Ich denke momentan darüber nach, um welches Genre sich das nächste Video drehen soll. Entweder kommende ultra-realistische Bodycam-Games oder kommende MMORPGs. Schreibt in die Kommentare, was ihr lieber sehen würdet. Wenn ihr mir helfen wollt, meine ersten 1000 Subs zu erreichen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. So, jetzt geht's aber los. Lords of the Fallen bietet ein völlig neues, episches RPG-Abenteuer in einer riesigen Welt, die mehr als 5-mal so groß ist wie die des Originalspiels. Lords of the Fallen soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden. After an age of the cruelest tyranny. Man finally defeated its overlord. The gods do not fall forever. The champions of war united and began the eternal watch over their tyrant's colossal remains. For some forces, even death cannot end. But now, eons later, the fallen god's influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies to join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. Though from these darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. Project the Perceiver ist ein neues Open-World-Action-Spiel, das für PlayStation entwickelt wird. Fans von Ghost of Tsushima und Sekiro Shadows Die Twice sollten sich dieses Spiel auf ihre Wunschliste setzen. Denn der spannende Teaser-Trailer verrät eine ganze Reihe von Informationen, vom Gameplay über die Story bis hin zu den Charakteren. Und so wie es bis jetzt aussieht, wird Project the Perceiver eine Mischung aus diesen beiden Titeln. Bisher ist noch kein Release-Datum bekannt.
那就再唱下去吧，到底是人活进了戏里，还是戏本就因人而在。 何执意要起，凌科之祸，这把剑我本不想沾血，且让你们体会。 天下易主，救性不存，你还能为何而战？大唐之命系于斯年，人在则唐不灭。 天下是苍生的天下，粮还是糖，这两个字重要吗？大唐福泽万民，逆贼杀戮无道，如何相提并论？一将功成万骨枯，总有人要在阴影里背负罪孽。 戏中之人早已不止你我。
Black Myth Wukong ist ein kommendes Souls-like Action-Adventure, das auf dem klassischen chinesischen Roman Journey to the West basiert. Nach dem, was bisher gezeigt wurde, scheint es die Art von Spiel zu sein, die erst kaum Beachtung bekommt und dann phänomenal gefeiert wird. Black Myth Wukong soll 2024 veröffentlicht werden.你旅程前人未尽之业，求功德圆满。你执着后世传颂之名，求位列仙班。你想跳出三界之外，图个清净自在。还有你无所挂碍，吃顿饱饭便善哉善哉。 可我早就看穿了你们，满嘴的情怀大义，一心的世俗名利，唱什么命不由天，却不信自己才是天命之选。可悲的奇经人呐，只要心中还有放不下的偶像。 终有一天，他将化为修行路上无解的业障。
斋念佛，诵经打坐，又有几个真的心如止水，清净无为？你看看，这大风大雪的，还要这么拼命，一定也是为了那个玩意儿。你来之前，我算过一卦，你猜猜写的是啥？动不如静，有财无命。既要送死，也不拦你。小西天土地在此恭迎天命人。盂兰会上，世尊说过，众生之苦多因不守戒律，放情纵欲。要我说，放屁。
Project M ist ein düsteres Fantasy-Action-RPG vom südkoreanischen Studio Hound13. Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung für Konsole und PC. Auch hier ist bisher noch kein Release-Datum bekannt. Nasrallah: The Fallen World ist ein handlungsorientiertes Third-Person-Dark-Fantasy-Action-Adventure mit RPG-Elementen, das sich auf eine fesselnde Erzählung und die Erkundung der Welt mit einem starken Fokus auf Atmosphäre konzentriert. Es wurde noch kein Release-Datum bekannt gegeben. Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio ist Lies of P ein Action-Souls-like-Game, das in einer grausamen, düsteren Welt spielt. Die gesamte Menschheit ist in einer einst schönen Stadt verloren, die nun zu einer lebenden Hölle voller unaussprechlicher Schrecken geworden ist. Lies of P soll im August diesen Jahres veröffentlicht werden. Can you hear me? I hope this reaches you. This city is falling apart. Chaos, madness, death, and there might be no going back. But you can change that. It depends on the choice you make. Truth or lie. Thank you.
meet, son. The stage is set. The light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here for you. Don't worry. Your destiny.